Diese Sendung wird präsentiert von Mitsubishi Motors und von McCormick. Vom Ländliebehaus aus besucht unser Spitzenkoch, der Sandro Zinkeler, die spannendsten Leute und die schönsten Ecken der Schweiz. Und immer im Gepäck ein Rezept, das zur Region passt. Heute sind wir beim Holgi Beck in Locarno. Er hat das umgesetzt, wo viele davon träumen. Er lebt auf seinem Boot und von Musik. Und unser Ländliebekoch macht heute Luganighetti, Würst aus dem Tessin. In die Schweizer Sonnenstube flüchten viele gerne über das Wochenende, wenn das Wetter im Norden wieder mal grusig ist. Dann wünscht man sich, man könnte ewig im Tessin bleiben und bei einem feinen Gelato ganz viel Sonnenstrahlen tanken. Einer, der nicht nur davon redet, sondern seinen Wunsch umgesetzt hat, ist der gebürtige Deutsche, der Holgi Beck. Er hat im Festland den Rücken gekehrt und seinen Job an der Unibibliothek St. Gallen nach 23 Jahren Nagel gehängt. Seitdem lebt er hauptsächlich auf seinem Flussschiff, der Beggar's Bride. Ich bin vor 6 Jahren hier hingekommen an diesen RS-Steg und kann nur sagen, es ist wunderschön. Ich habe den letzten Platz, ich sehe auf die Stadt, ich sehe auf die anderen Boote, wo meist keiner da ist, und genieße einfach hier das Leben, was ich mir so einrichten konnte, in vollen Zügen. Am Niederrhein ist er aufgewachsen. Und sein Ziel war, einmal am oder auf dem Wasser zu leben. Meine Ur-Ur-Ur-Eltern in Belgien, die waren Deutschschiffer. Und ich hatte immer einen Bezug zum Wasser. Es muss nicht unbedingt Salzwasser sein, einfach nur Wasser. So war für mich einfach klar, dass die Schweiz neben den Schönheiten der Berge auch die Seen hatten. Und mit dem Lago Maggiore habe ich natürlich auf der Südseite mediterranes Klima erwischt. Auf nur gut 20 Quadratmeter lebt der Holgi Beck zwischen März und Dezember. Da muss alles seinen Platz haben, weil sonst wird es noch enger, als es eh schon ist. Auch das WC und die Dusche auf dem Boot sind bescheiden. Man kann sich kaum um die eigenen Achsen drehen. Der Hafen hat ja auch sanitäre Anlagen, die man natürlich auch benutzen kann. Man ist relativ flexibel da. Das heißt also, eigentlich duschen macht man nur hier auf dem Boot, wenn das Wetter schlecht ist und man nicht raus möchte. Aber sonst nutzt man einfach die Infrastruktur des Hafens. Im Porto Regionale di Locarno angekommen ist auch der Ländliebekoch. Da trifft er der Holgi zum Schauen, wie sich auf dem Boot lebt und kocht. Da versteckt er sich also, zuhinterst hinten. Ist das so Pole Position? Ja, sozusagen. Captain? Sandro, Holgi, schön, dich zu alles sehen. Gut? Alles gut, ja. Ja, du, da freue ich mich wahnsinnig, mit dir hier rumzuböteln. Du, schön, dass du im Tessin bist. Fangen wir doch hier mal an. Sag ja, so, oder? Let's go. An Bord. Ja, komm. Ich gerade einen Basel in die Hand über. Muss ich gerade zuerst mal probieren. Ich zeige dir gleich das Wesentliche. Mhm. Du siehst. Klein, aber fein. Oder? Und dein. Und das ist also der Chefgrill. Schön. Also viel Besuch kannst du nicht haben. Oder, das wäre die eine Einschränkung. Ah, okay. Ja, dann machen wir doch heute einen schönen Fisch da drauf, oder? Du siehst mich jetzt nicht lachen. Okay. In 5 Jahren noch keinen Fisch gefangen. Ich arbeite noch dran. Okay. Ich habe noch schon Plan B. Aber für den muss ich noch 1-2 Sachen auf den Markt holen. Ja, auf jeden Fall. Hey, danke vielmals und bis Schön nachher. Zeit, bis später. Ciao. Mit dem Holgi im Hafenvelo pedalt der Sandro los, um seine restlichen Zutaten zu besorgen. Sandro geniesst seine Posti-Tour. Und beim Holgi heisst es Leine los. Etwa 10 Meter lang ist sein schwimmender Dahai, die Beggar's Bride. Im Gegensatz zu anderen hat er sich nicht für einen Frauennamen entschieden. Dem Schiff eine Persönlichkeit, Identität zu geben, einen Namen zu geben, ist was ganz Spezielles. Bei mir war diese Verbindung durch meinen eigenen Namen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen zu sagen, das Schiff heißt jetzt Erika 1 oder 4.
Da habe ich natürlich ein Problem, weil Erika 4 Hits hört sich ja schon so an, als hätte man wirklich Glück gehabt und hätte noch drei andere Erikas vorher gehabt. Und das wäre nicht so mein Ding gewesen. Und das Problem wäre auch gewesen, stell dir vor, du hast Erika 4 und du lernst gerade Sabine 1 kennen. Wäre auch ein Problem. Also insofern habe ich gedacht, mit der Wahl bin ich auf der sicheren Seite. Und so zieht der Holgi los. An den kleinen Dörfern, an den Hängen vorbei. Mit Blick aufs Wasser und rundum zufrieden. So eine Umgestaltung des Lebens ist immer natürlich ein Risiko und ein Wagnis. Aber wenn du alleine für dich verantwortlich bist, deine Rahmenbedingungen anders sind, als wenn man verheiratet wäre, Kinder hätte oder sonst was, auf die man natürlich Rücksicht nehmen musste, das muss ich alles nicht. Ich konnte wirklich sagen, so könnte ich mir jetzt vorstellen, könnte es funktionieren. Die Kündigung ist das eine, aber du musst ja dann die Inhalte haben und du kannst ja nicht einfach nur da sitzen, sondern du musst dich mit was beschäftigen. Ich beschäftige mich, habe ich schon immer gemacht, ich beschäftige mich mit der Musik. Der gebürtige Niederrheinländer hat sein Hobby, die Musik, zum Beruf gemacht und lebt den grossen Traum von Freiheit. Please say that you come home. Please say that you come home. Please say that you come home. Please don't tell me no lies. Das zu finanzieren ist natürlich der eine Aspekt. Aber der andere Punkt ist natürlich der, wenn die Inhalte wechseln und wichtig werden, dann ist es für dich auch nicht mehr so wichtig, so viel zur Verfügung zu haben. Man kann bescheiden sein. Er braucht kein Studio oder einen Bandraum zum Komponieren oder neue Lieder einstudieren. Back in the 30s with the Joshua Dried and the woods in Alabama didn't see no light. My daddy played poker with a half-foot wire, stealing all his life from a hot cup of wire. Scrap like a wild kid, flipped in the end. Grab a wild kid and takes his skin. Deal from the pub, put the ace in the hole. Wenn ich Musik mache, muss ich ja nicht unbedingt im Hafen liegen, sondern vielleicht ist der Nachbar auch mal ganz froh, wenn ich mal auf den See verschwinde und dort vielleicht ein bisschen Musik mache vor mich hin. Wenn der Holgi mal nicht in seinem Bordstudio ist, dann tauscht er die Gitarre gegen die Angeln. Gefangen hat er schon lange nichts mehr. Aber zum Gedanken schweifen lassen oder einen neuen Songtext umstudieren, ist es einfach perfekt. Auf dem Hafenareal hat sich der Sandro ein kleines Kochstudio für seine Tessiner Würste eingerichtet. Für unsere Luganighettas brauchen wir Schweinefleisch. Ein Teil ist fettiges Schweinefleisch, man kann da Bauch nehmen oder Hals. Und ein mageres Schweinefleisch, wir haben hier mageres Schulterfleisch. Dann ganz wichtig natürlich der Darm. Und dazu brauchen wir auch noch frischen Knoblauch, ein paar Gewürze. Für unser Feigen-Chutney brauchen wir genau 4 Zutaten. Das wäre einerseits natürlich die Feigen, dann brauchen wir Zucker, Portwein und ein bisschen Salz. So, dann fangen wir mit unserem Feigen-Chutney an. Und zwar brauchen wir für das eigentlich nur ein kleines Töpfchen. Und das kleine Töpfchen tun wir jetzt etwa ca. 2 Esslöffel Zucker rein. Und den Zucker lassen wir jetzt ganz schön karamellisieren. Wichtig ist beim Zucker nicht zu dunkel, weil sonst wird es bitter. Wenn der schön goldbraun karamellisiert ist, dann löschen wir sofort ab mit dem roten Portwein. Und jetzt kommen wir zu unseren Feigen. Und die Feigen tun wir einfach oben ein kleines Stürzchen abschneiden und nachher, egal ob Viertel, Sechstel, Achtel, einfach leicht klein schneiden. Tun wir das Ganze wieder einschalten. Wichtig ist bei kleineren Stufen. Und jetzt tun wir einfach etwa so einen Teelöffel von diesen Senfkörnern rein. Ungeröstet, einfach so rein. Es gibt dem Ganzen noch so einen leichten spicy Touch. Und dann, dass es richtig kochen kann. Jetzt kommen wir zu unserer Luganighetta. Bei der Wurst ist es ganz wichtig, wenn wir selber die Masse machen mit einem Fleischwolf, dass das Fleisch eiskalt ist. Das heisst, zuerst tun wir es entweder in den Tiefkühler rein oder wie ich auf dem Eis, damit das Fett ja nicht Zimmertemperatur hat, wie sonst verstopft uns der ganze Fleischwolf. Dann, ganz wichtig, vorbereiten, tun wir uns auch einmal einen Knoblauch schälen.
Dann kann man dritteln und parat legen. Dann tun wir einfach das Fleisch schön gemischt hier oben rein. Dazu wichtig, nie mit den Fingern, sondern immer mit so einem Gestöpsel arbeiten. Weil sonst haben wir unsere eigenen Finger in der Wurst, das wollen wir natürlich nicht. Dann tun wir einfach ab und zu noch einen Knoblauch durchlassen mit dem Fleisch zusammen. Dann gibt es nämlich ein wunderbares Hackfleisch für unsere Luganighetta. Jetzt kommen wir zum Salz. Da gilt eigentlich auf 1 Kilo Fleisch etwa ca. 20 Gramm Salz. Je nachdem, ob Sie es gerne ein bisschen salziger haben oder weniger. Dann für unsere Luganighetta nehmen wir ein bisschen Muskatnuss. Natürlich können Sie da nach Ihrem eigenen Gusto noch irgendwelche Gewürze, wie zum Beispiel Koriander oder Fenchelsamen. Also da können Sie sich total ausleben. Das ist natürlich auch der Sinn und die Sache, wenn man eine eigene Wurst daheim macht. Dann nehme ich ein bisschen Cayennepfeffer. Das Ganze darf noch ein bisschen für mich noch ein bisschen Schärfe haben. Dann tun wir das Ganze schön vermischen. Und dann ist die Wurstmasse so an sich eigentlich bereits fertig. In der Zwischenzeit schauen wir mal unseren Feigen-Chutney. Wow, das kommt wunderbar. Ganz einfach die Aromen, die Süße. Und das lassen wir einfach jetzt einkochen, bis wirklich fast die Flüssigkeit nicht mehr da ist. Und in dieser Zeit füllen wir unsere Würste füllen. Und zwar brauchen wir nur so einen Dressierbeutel. Das ist eigentlich erhältlich heutzutage in fast jedem grossen Supermarkt. Und da füllen wir einfach die Wurstmasse da rein. Wichtig ist immer, schauen Sie, dass Sie nicht zu viel Wurstmasse in den Sack rein tun, damit wir den Druck behalten können. Wenn man so einen gefüllten Sack hat, dann wird es relativ schwierig. So, dann tun wir das mal da rein. Ein bisschen mehr als eine Portion. Und nachher können Sie das wie ein Helikopter so ein bisschen drehen, damit die ganze Luft langsam rauskommt. Und dazu brauchen wir natürlich unseren Schafsdarm. Ich nehme jetzt hier etwa so 30 cm und dann sind wir eigentlich ready zum Füllen. Da schneiden wir uns einfach so ein daumenbreites Stückchen ab, damit wir auch eine schöne Öffnung haben. Und dann schauen wir hier, dass wir das bis ganz vorne bis so einen Anschlag abdrücken. Jetzt nehmen wir das Stückchen und stülpen es so über unseren Finger. Und das ist ganz einfach. Da kann man jetzt so anheben und nachher kann man nämlich den Darm ganz einfach drüber stülpen. Und da ist ganz wichtig, der Darm muss natürlich schon etwa so circa eine Daumenbreite über dem Spritzsack sein. Und zwar könnt ihr jetzt da einfach mal vorsichtig euch dran antasten und einfach immer oben mit ein bisschen Druck eigentlich den Darm füllen. Sie sehen, ich drücke eigentlich oben und drücke sofort mit der unteren Hand die Wurstmasse in den Darm. Die beiden Enden, die wir haben, rollen wir so ein bisschen einrollen. Und dann schneiden wir auf der Seite das überflüssige Darmstückchen ab. Et voilà. Dann haben wir bereits unsere selber gemachte Wurst ganz einfach mit einem Spritzsack gefüllt. Jetzt kommen wir noch zu unserem Feigen-Chutney. Das ist eigentlich soweit fast fertig. Die Flüssigkeit ist fast vollständig reduziert. So sollte es auch sein. Jetzt tun wir das Ganze eigentlich nur noch zerstoßen mit so einem ganz normalen Ballett, den wir vorher schon hatten. Kann man das einfach so ein bisschen vertun und Sie werden sehen, es wird ziemlich schnell sich emulgieren. Und dann würde ich sagen, sind wir ready für den Grill. Zurück auf dem Steg wartet der Sandro schon mit seinen selber gemachten Würsten auf den Holgi. So, welcome back, Captain. Oh, darf ich dir vorstellen, mein Plan B, wunderbare Tessiner Würste. Und ich würde sagen, die hauen wir jetzt auf den Grill. Let's go. Mach mal, komm. Das sieht ja gut aus, oder? Ja? Ein guter, vielen Dank für die fantastische Vorbereitung. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Und willkommen. Danke schön, dass ich da sind und grüße es. Nächste Woche sind wir im Toggenburg beim Bernhard Hollenstein.
Er ist einer von wenigen, der noch mit einer Handstickmaschine umgehen kann. Mehr Landliebe gibt es im Kiosk oder im Abo auf landliebe.ch. Diese Sendung wurde präsentiert von Mitsubishi Motors und von McCormick.